Lachs mit Wasabi finde ich genau richtig. Die hellgrüne Meerrettichpaste, feurig und lebendig, ist mein Lieblingsgewürz und ich muss zugeben, dass ich sie durchaus abenteuerlustig benutze, vielleicht so wie andere Leute Senf. Dem festen, fetten Fleisch von Lachs in all seinen Varianten Schmei, chillt sie besonders ob geräuchert, eingelegt oder roh. Ich habe das Gefühl, Lachs-Sashimi, knackig eingelegtes japanisches Gemüse und Wasabi werden mir nie langweilig. In meiner Küche taucht Wasabi an allen möglichen Stellen auf, vom Kartoffelpüree, Klammer auf matschig, an der Grenze zum Suppigen, mit Sprenkeln aus zartestem Jadegrün, Klammer zu, bis zu einem dünn verteilten Belag auf einem Räucheraal. Es gibt eine Schale purem weißem Reis, subtile Wärme, man kann es in ein Erbsenpüree rühren oder für ein Sandwich auf kaltem Roastbeef oder Schweinebraten verstreichen. Pasten und Pulver aus getrockneten Wasabi-Wurzeln sind vollkommen in Ordnung. Die frische Wurzel ist in meiner Küche ein seltener und besonderer Gast, der mit ehrfürchtigem Respekt behandelt wird. Sie ist milder, weniger kratzig, deutlich subtiler und dennoch unverkennbar meerrettig. Wenn sie öfter zu haben wäre, würde mich das zu einem glücklichen Menschen machen. Dann käme meine Wasabi-Reibe mit ihrer wunderbar schillernden, schuppigen Oberfläche auch öfter an die frische Luft. Heute drücke ich die Paste fertig angemischt aus einer kleinen grünen Tube, um einem Schälchen Mayonnaise eine langsam prickelnde Wärme zu geben, die Art von Wärme, die beim Essen allmählich emporsteigt. Sie ist für einen Teller rohen Lachs gedacht, den wir als kleinen Salat vor dem Hauptgericht essen wollen. Als Gegengewicht zu dem weichen Lachsfleisch grille ich die Haut, bis sie buchstäblich zerbrechlich dünn ist, und rette sie genau in dem Moment, wo sie von Silber zu Bernsteingelb wechselt. Wir häufen den Fisch auf winzige Roggencracker und essen sie noch, bevor wir uns hinsetzen.